mal intern so viel Beweise, Hinweise und Informationen zusammentragen, dass wir Leute wirklich überzeugen können. Da gibt es also auch solche Sachen in der Community. Ganz wichtig finde ich auch die Transmutation, was vorhin erwähnt wurde, dass man eben radioaktives Material auch umwandeln kann. Das ist gar nichts Esoterisches, da gibt es viele physikalisch verstehbare Sachen. Es gibt auch Sachen wie das Brownsgas, was man jetzt nicht so direkt verstehen kann, aber ich denke, da sollte man auch unbedingt intensiver forschen. Als letzten derjenigen, die sich mit Plasma auseinandergesetzt haben und eben der Fusion ist, der Eric Lerner. Ich erwähne ihn auch deshalb, weil der auch, der macht das seit 20 Jahren, der galt 10 Jahre auch als Spinner. Dann hat er auch mit der Beratung von Tom Earth irgendwie geschafft, seine Arbeiten zu dem Thema zu strukturieren und hat jetzt eine sehr florierende Firma zu dem Ganzen. Und auf dem Forschungsniveau, die haben also einige Millionen und hat Angestellte und so weiter. Und er ist auch einer von denen, die dort auf dieser COFI auch einen Preis bekommen haben für ihre Arbeit. Also er hat über viele Jahre die Sache verfolgt. Was man hier sieht, ist so das Kernstück, ist auch wieder nochmal als Erklärung, man kann Fusion eben statt, dass man alles aufheizt auf 10 Millionen Grad, kann man auch einfach die einzelnen Teilchen als Plasma, also als geladenen Kern beschleunigen. Da braucht man nur so 60.000 Volt für oder so. Und dann hat so ein Deuterium eine Geschwindigkeit, die einem Plasma der Hitze von 10 Millionen Grad entsprechen würde. Und wenn man die dann aufeinandertreffen lässt, deshalb geht es hier um Fokussierung dieser Strahlen, dann hat man auch Fusion. Und das Ganze kann man, wie gesagt, hier schön als Tischexperiment aufbauen, ein paar Pumpen dran und so weiter. Kostet also viel weniger als diese riesigen Tomahawks. Der Jordan McClay, auch ein sehr angenehmer Mensch, der, ich sage das mal so, auch immer noch in ganz herkömmlichen Fachzeitschriften publiziert, aber sich hauptsächlich mit der Nutzung der Nullpunktenergie beschäftigt. Berechnungen macht und auch mit seinem eigenen Labor da über Jahrzehnte existiert. Und der war also auch Teil von dem Breakthrough Propulsion Projekt der NASA. Das muss man so als Unterauftrag sehen, den er da bekommen hatte. Und hier die Grafik, die ich früher auch schon öfters gezeigt habe, wo also, was man da unten in dem Bild, in dem Blauen sieht, sind so kleine Gravuren, das nennen sich Hohlräume. Und diese Hohlräume verändern dann die Casimir-Kraft so, dass es in die andere Richtung geht. Also er hat sich so vorgestellt, man dreht die Casimir-Kraft, also die Kraft, die durch Platten im Vakuum entsteht, auch mal um, sodass man zu einem Kreisprozess kommt. Hier ist das Ganze noch ein bisschen mehr im Detail dargestellt und wie man das messtechnisch umsetzt. Und das hat er auch mal gemacht. Ich habe mich intensiver mit ihm unterhalten. Jetzt macht er das nicht mehr im Labor, das war in einem anderen. Er ist eigentlich mehr Theoretiker. Und hier eben geht es eben um diesen abstoßenden Casimir-Effekt. Dann habe ich dort eben berichtet über die DVR und vor allen Dingen eben, was ist freie Energie? Wie wir sie gesehen haben, war das ja nicht so vertreten ansonsten auf der Konferenz. Habe also motiviert mit alten Größen. Habe dann, einige kennen das, die andere Vorträge schon letztes Jahr gehört haben, habe dann eben den Vergleich aus der Bionik gemacht, den man seit 2007 kennt, dass also die Casimir-Kraft und die Kraft, die eigentlich die gleiche Kraft ist, nur in einem anderen Zusammenhang, nämlich die Van der Waals-Kraft. Die Casimir-Kraft ist mit Metallplatten im Vakuum, wo man auch die endliche Lichtgeschwindigkeit berücksichtigen muss, während die Van der Waals-Kraft zwischen neutralen Atomen, also Dielektrikas, ist, wo man die fluktuierenden Felder im Raum als Ladungsfluktuation wahrnehmen kann, als sogenannte tanzende Ladung. Das ist die Van der Waals-Kraft, die eigentlich bekannter ist, die in der Biologie auch eine große Rolle spielt. Zum Beispiel hat man entdeckt, dass eben über dieses Vakuumeffekt die Geckos an der Decke kleben können. Wie machen sie das? Sie haben ganz kleine Härchen und nur mit flachen, abgeflachten Härchen, aber sehr vielen und sehr feinen Härchen, damit die Kraft wird nämlich besonders groß, wenn man die Flächen sehr dicht aneinander bringt. Und wenn die sehr klein sind, ist ja bei beliebiger Rauigkeit der Oberfläche, kommt man sehr dicht zusammen.
Übrigens auch Fliegen, Wolfsspinnen und alle anderen Tiere, die an der Decke kleben, machen das so. Nur sie haben unterschiedliche Dichten an Haaren und der Gecko wird bis zu einigen Kilo schwer und braucht eben ganz besonders strukturierte, feine Haare. Hier eine grafische Darstellung dieses ganzen Raumenergie, Vakuumfelder, sozusagen der Raum ist von Energie erfüllt. Da bin ich nur kurz drauf eingegangen dort. Und hier noch ein Bild aus Berlin, in diesen Hallen dort mache ich das. Und da unten auch ein paar Bilder von dem Experiment auf der Basis eines Rasterkraftmikroskops für die Experten. Wie gesagt, war ein Fachpublikum und es geht eben nicht nur um Technik und um Forschung und um Details, sondern auch darum, wie kommen wir denn insgesamt voran und wo stehen wir eigentlich. Und meine Meinung ist eben, die ich da auch vertreten habe, wir brauchen mehr professionelle Forschungsprojekte. Ich bin also nicht ein Freund oder ein Nicht-Gegner, will ich nicht sagen, aber ich glaube, es ist falsch, als alleinige Strategie, um vorwärts zu kommen, nach der perfekten Maschine zu suchen, die irgendjemand in einem Garage schon fertig hergestellt hat. Das ist zu einfach. Ich glaube, wir müssen diese Forscher und Erfindungen als Ideen betrachten und konsequent weiterverfolgen. Und dazu brauchen wir Ressourcen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch den gedanklichen Freiraum, dass nicht so ein Bob Park, der inzwischen übrigens pensioniert ist und deshalb auch nicht mehr gegen Tom vorgehen kann. Wir brauchen also nicht nur, wir brauchen auch die gedankliche Freiheit, dass wir uns damit beschäftigen können und nicht jeder, der sich hiermit beschäftigt oder eine Position hat, die Gefahr läuft, entlassen zu werden. Auch die Gefahr besteht ja hier. Und dem müssen wir entgegentreten. Meiner Meinung nach müssen wir eben noch mehr solide Informationen, Hinweise zusammentragen, erarbeiten, um auch andere gesellschaftliche Strukturen zu überzeugen, dass sie uns Ressourcen für Arbeit zur Verfügung stellen. Und ich persönlich fände es schon als großen Schritt voran, wenn wir es schaffen würden, demnächst dafür zu sorgen, dass 20 bis 30 Menschen sich wirklich professionell, technisch mit Ressourcen mit diesen Sachen beschäftigen können. Junge Leute, die eine Doktorarbeit machen können auf dem Gebiet, das ist für mich so der nächste Schritt. Konkret arbeite ich auch mit dem Tom und dem Jordan McClay an einem Papier, was die Nullpunktenergie mit dem Magnetismus verbindet. Da bauen wir auf Weißkopf und anderen großen Physikern. Der Magnetismus ist im Prinzip ganz klar ein Nullpunktenergieeffekt. Das gyromagnetische Verhältnis, also dass das Elektron Magnetismus hat, kann man aus der Quantenfeldtheorie heraus ableiten und berechnen. Und wir wollen auf dem Gebiet das klarer darstellen, sodass eben klar wird, Magnetmotoren, andere magnetische Effekte können ganz klar Nullpunktenergie anzapfen. Und wir wollen das verstehen und weiterentwickeln. Dann möchte ich noch erwähnen, dass man die Proceedings, also das Buch mit den Artikeln über die einzelnen Sachen, für, ich glaube, $40 beim Integrity Research Institute bestellen kann. Tom hat auch einige andere interessante Bücher geschrieben, eins eben über Nutzung von Nullpunktenergie, sehr informativ, und eins über elektromagnetische Heilungsmethoden. So, jetzt war der Vortrag im Prinzip zu Ende. Ich möchte jetzt nur noch ganz kurz auf die DVR hinweisen, die vielleicht manche kennen, manche nicht. Die DVR, also die Deutsche Vereinigung für Raumenergie, ein gemeinnütziger Verein, der gegründet wurde 1981 von Dr. Nieper und der sich seitdem dafür einsetzt, dass innovative, unkonventionelle Energietechnologien in die Welt kommen, dass sie sich durchsetzen können. Wir verbinden Forscher, Erfinder, Leute, die sich damit beschäftigen. Wir stellen Informationen zur Verfügung. Herzlich gerne ist dieses NetJournal im Abo mit inbegriffen. Persönlich möchte auch nochmal im Namen der DVR einen Dank aussprechen für das NetJournal, dass wir das immer regelmäßig an die Mitglieder schicken können. Denn ich weiß, es ist nicht einfach für euch, es immer weiter rauszubringen, aber ich wünsche euch weiterhin viel Kraft dafür und hoffe, dass wir gemeinsam dafür sorgen können, dass das Projekt erhalten bleibt. Und die DVR macht sonst auch noch andere Dinge. Wir haben eine Webseite und auch ein DVR-Info, ein eigenes Blatt, was wir den Menschen zur Verfügung stellen. Die Webseite sehen wir als großes Projekt. Wir stellen da im Mitgliederbereich sehr viele Artikel und Publikationen den Mitgliedern zur Verfügung, dass sie sich informieren können. Wir sind da auch gern im Austausch, bauen das weiter aus.
Was wir auch wollen, wir wollen auch mehr Forschung initiieren und andere Dinge, was wir eben glauben, was nötig ist. Und darüber können wir dann nachher sprechen. Hier die Liste des Vorstandes. Nachher findet eben, wie gesagt, eine Vorstandswahl, Satzungsänderung und Berichte des Vorstandes statt. Sie sind alle herzlich eingeladen, zuzuhören. Wenn Sie Mitglied sind, sind Sie auch sehr herzlich eingeladen und können dann auch mit abstimmen. Herzlichen Dank. Sehr, sehr, sehr.